Hallo liebe Leute, und nun geht es auf nach Fandaria in Tales of Destiny. Nachdem der gute Leidon ja in diese Richtung abgehauen ist mit der Draconis, nachdem wir Tiberius vernichtet haben, ist unser nächstes Ziel ja jetzt Fandaria. Also, Fate, bring uns dort gemütlich, genüsslich hin. Wir werden jetzt nach Fandaria aufbrechen. Seid ihr bereit? Ja, sind wir. Okay, wir verlassen jetzt, oder wir segeln nach Fandaria. Na dann, ab nach Südwesten. Oh, wenn das da unten wirklich Fandaria ist, dann wird's kalt. Ist auch quasi so in etwa der Ort, wo wir anfingen. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, wir gehen nicht ins Kalte. Oh doch, scheiße. Ja gut. Wir dürfen nochmal frösteln. Yay. Wo ist denn hier der Hafen? Wahrscheinlich da unten der Punkt. Ja. Oh. Aber kurz bevor wir ankommen, kommt noch was. Verdammt, Leidon ist davon gekommen. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja, das ist wahr. Letztendlich wissen wir wenigstens, wo er hingegangen ist. Wir werden das Ganze in Fandaria ein für alle Mal erledigen. Du hast recht. Oh, was denn jetzt? Die gegnerische Flotte ist aufgetaucht. Fate, brauchst du nicht an Deck. Ich bin gleich da. Oh nein. Kommt jetzt wirklich das, was ich vermute? Das wird eigentlich auch ganz lustig. Bitte geht an Deck. Fate wartet auf euch. Fate, wo bist du? So, was ist denn hier los? Sie scheinen eine Flotte vom Königreich von Fandaria zu sein. Aber ich kann die Monster an Bord von der Entfernung sehen. Wir können davon ausgehen, dass Fandaria jetzt unter Leidons Kontrolle ist. Das ging aber schnell. Was sollen wir tun? Wir kämpfen natürlich. Und ich brauche eure Hilfe. Ja, wir sind bereit für die Herausforderung. Also dann lassen wir euch erzählen, wie wir sie bekämpfen. Du kannst dich in 8 Richtungen bewegen, indem du das Steuerkreuz benutzt. Drücke Kreis, um die Gegner zu beschießen. Drücke den Dreieckknopf, wenn du Hilfe brauchst. Das wird dir Verstärkung holen. Hast du alles verstanden? Ja. Ich wünsche euch Erfolg. Okay, dann lasst sie uns, annehmen. Ein Minispiel, yay! Wir spielen jetzt eine Runde Space Invaders? Ich würde fast sagen eher Galaga oder so. Auf jeden Fall ist das auch eine Namco, oder besser gesagt Namco-Referenz. Ich würde sogar sagen, das ist Galaga. So wie diese Dinger hier runterfliegen? Ich würde aber sagen, ich habe es nicht leicht. Nein! Wir sind versunken! Oh. So wie die Zeit verging, wurden sie vergessen und in der Geschichte, vergessen. Ich hab's verkackt, wow. Und dann gleich Game Over, das ist schon hart. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich hoffe am Hafen, aber... Ah gut, ja, dann ist noch alles in Ordnung. Aber das ist schon wirklich heftig. Also bei diesem Minispiel muss man aufpassen. Aber ich denke mal wirklich, es soll mehr eine Anlehnung an Galaga sein. Zumindest sieht es stark nach Galaga aus. Ich werde euch im Vergleichsvideo da dann mal anlehnen. Und wie gesagt, sämtliche Namco-Referenzen, wenn ich sie kenne, wenn ich sie weiß... Werde ich entsprechend hier euch zeigen, wo Namco oder wo die Entwickler sich hier angelehnt haben. Weil es gibt wirklich viele. Ein paar davon weiß ich leider nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ein paar wenigstens. So. Diesmal war die Flotte kalt. Wir müssen auf jeden Fall auch aufpassen, das ist das Problem.
So, Runde 2. Aber dass man gleich direkt, wenn man einmal verliert, Game Over geht, ist schon sehr hart. Achso, ja gut, er erklärt es trotzdem. Ja, wir sind bereit. Okay, auf geht's. Schiffsschlacht. Die Monster sind aber auch wirklich übel, wie viele das sind. Okay, die Kanonenkugel muss ich also ganz ausweichen. Also, die nehmen alles in ihren Umkreis mit, merke ich gerade. Au, oh, okay. Ja, es kommt immer mehr. Scheiße. Dabei hätte ich nicht mehr viele. Ich glaube, das wird sie doch nicht so einfach machen. Also die Schiffsschlacht ist nicht leicht. Aber es ist auch ein nettes Minispiel eigentlich so. Es ist einfach nur wirklich mies, dass man dann direkt Game Over geht. Finde ich. Also dass man dann nicht irgendwie die Möglichkeit nochmal von vorne zu beginnen. Aber gut, man, ja, wurde halt beschossen, ist erledigt, das Schiff geht unter und ja. Game Over halt, ne? In dem Fall haben sie es so gesehen schon richtig gemacht. So, wenn wir es jetzt aber nicht packen, dann wäre das schon scheiße. Ja, ist doch so schön, alle guten Dinge sind drei. Und das ist jetzt der dritte Versuch. Also gib alles. Und das auch nur so kurz vorm Ziel. Das ist immer alles kurz vorm Ziel passiert und nicht zwischendurch. Zumindest war es ja jetzt wirklich voll häufig so. Okay. So, Fate, diesmal kriegen wir sie. Ist aber auch wirklich nicht leicht, hier diese ganzen Monster hinzukriegen. Das Problem ist, ich kann die Verstärkung ja, glaube ich, noch nicht holen, solange ich noch kein Schiff verloren habe. Oh doch, kann ich. Ach so, verstehe. Okay. Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Es hätte mir jeden Ärger erspart. Das war ja sehr einfach. Stan, der Gegner ist einer totalen Niederlage eingefahren. Brillant. Wirklich? Glaubst du das wirklich? Wir haben auch dieses Item von ihrem Schiff konfisziert. Wow. Ich denke mal, wenn ich das richtig jetzt ohne die Verstärkung gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich einen besseren Rang gekriegt. Und möglicherweise auch ein besseres Item, würde ich jetzt fast sagen. Unser Pfad ist jetzt klar. Also unser Pfad ist jetzt frei. Genau. Ja, wir sollten jetzt den Hafen von Frostheim bald erreichen. Frostheim auch noch. Ich würde mal sagen, sehr zutreffender Name in diesem Gebiet. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ihr seid es, die mich gerettet haben. Ich bereue es nur, dass ich euch nicht mehr wie das helfen kann. Bitte kommt und besucht mich in Aquavale wieder in ferner Zukunft. Darauf kannst du wetten. Ich denke, Kirill würde das auch mögen. Ja, ich denke schon, das würde er. Ich verspreche euch wiederzusehen. Ja, ich freue mich darauf. Ich muss wieder jetzt nach Aquavale zurückkehren und mein Land wieder aufbauen. Ihr alle, passt auf euch auf. Wir werden Leidon um jeden Preis besiegen. Möget ihr siegreich sein. Pass auf, Fate. Behandle deine Frau gut, okay? Natürlich. Möge das Glück über dich lächeln, Fate. Ich sehe euch oder bis bald. Ja, danke.
Danke für deine Hilfe. Viel Glück. Oh, da ist noch eine Sache. Wie ihr wissen solltet, ist Fandari ein sehr kalter Ort. Ja, es ist zu kalt. Ihr könnt einen Pilzmantel in der Stadt finden, um euch warm zu halten. Okay, danke für den Tipp. Danke. Danke für deine Freundlichkeit. Lebet wohl. Passt auf euch auf. Okay, einen Pilzmantel brauchen wir hier. Echt? Brauchen wir den echt? Hier sind sogar Eisblöcke. Ja, hier ist es sehr kalt. Aber ist ja auch sehr zutreffend, der Name. Was ist eigentlich mit Mary los? Warum ist sie abgehauen? Mary, was ist passiert? Mary, ist etwas los? Was denn? Mary, ist etwas los? Nichts. Aber du siehst so niedergeschlagen aus, Mary. Machst du dir Sorgen um mich? Natürlich. Es tut mir leid. Ich mache euch immer nur Probleme. Mary. Mir geht es gut. Das Szenario hat mich ein bisschen traurig stimmen lassen. Das ist alles. Kopf hoch. Ich will dich fröhlich sehen, so wie du sonst immer drauf bist, Mary. Ja. Ja, du hast recht. Traurig sein ist nicht schön. Okay, dann lass uns gehen. Ja. Stan, es schneit. Ja, du hast recht. Wenn es schneit, dann fühle ich, dass ich mich an meine Vergangenheit erinnern kann. Oh, wirklich? Ja. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie traurig. Wenn es dich traurig stimmt, ist es vielleicht nicht besser, dich nicht an deine Vergangenheit zu erinnern? Ich glaube das nicht, Stan. Du hast recht, es tut mir leid. Ich hoffe, du bekommst deine Erinnerung zurück. Danke, Stan. Ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, sie sieht ziemlich cool aus mit diesem Schnee. Ich frage mich nur, ob ich Mary auch hätte zurücklassen können. Aber ich glaube nicht, dann würden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Aber der Schnee sieht cool aus. Passt ja auch zur momentanen Winterzeit. Ja, wobei, zu viel Schnee hatten wir ja nicht, aber ein paar Mal hat es ja schon geschneit. Willkommen! Ich habe ein paar tolle Sachen für euch. Das heutige Sonderangebot ist eine leuchtende Disc für eine einfache Summe von 7000 Geld. Willst du sie? Ja? Dankeschön. Ich nehme sie einfach mal mit. Ich meine, ist nicht verkehrt. Ich habe sowieso genug Geld. So, aber speichern können wir auch nochmal. Dann muss ich die Schiffsschlacht nicht nochmal machen. Obwohl die eigentlich ziemlich cool ist. Haben wir hier noch irgendwas Nettes rumliegen? Nö, alles wieder leer. Ist eigentlich schade, dass hier in diesen Lagerräumen nie was drin ist. Nur ein paar Kisten, die man schieben kann, aber sonst keine Personen, keine Items, nichts. Ah, wir können endlich rausgehen. Ja, aber müssen wir aufpassen, wenn hier alles zuschneit und einfriert, hat ihr ein Problem. Es sieht so aus, als wären die verdammten Einwanderer verschwunden. Wer weiß wohin. Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber ich bin froh. Ja, jetzt könnt ihr wieder Segel setzen. Und das habt ihr uns zu verdanken. Niemand geringeren. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich weiß nicht, ob ihr Glück oder Unglück habt. Jede Stadt in diesem Land ist von ihnen besetzt, die Jungchen. Ich habe gehört, dass auch die Hauptstadt besetzt wurde. Redest du über Leidern?
Ei, Matrose, es war schrecklich. Er hat Unruhe gestiftet mit einer Crew von Söldnern und Monstern. Auch wenn das Militär sie angenommen hat, wurden sie trotzdem sehr gut, sehr schnell und sehr hart zusammengemöbelt. Ei! Ei! Ihr seid natürlich glücklich, ihr habt natürlich Glück, dass ihr nach der Freiheit hier hinkommt. Aber es ist trotzdem ein gefährlicher Platz, Ort. Wenn ihr euren Macker nicht vor eurer Zeit treffen wollt, dann solltet ihr vielleicht in euer eigenes Land zurückkehren. Ich will aber hier bleiben. Und das ist Frostheim. Sieht auch sehr schön aus. Vor allem, was auch sehr viel Sinn ergibt, diese Stadt ist voller Schnee. Der Hafen ist nur ein bisschen Schnee. Die Stadt ist voller Schnee. Der Hafen ist nur ein bisschen Schnee. Ja gut, lassen wir das. Das hat sowieso keinen Sinn zu hinterfragen. Mein Kind ist krank. Aber seit sie hier in die Stadt eingekommen sind, ist es mir nicht möglich gewesen, den Doktor aufzusuchen. Sie sagten, wir können die Hauptstadt nicht mal annähernd kontaktieren. Was ist mit diesem Land geschehen? Okay, er schläft. Das ruht sich aus. Aber hier geht's einiges vor sich, wie wir ja schon wissen. Oh, ja, das Schild würde ich nicht lesen. Ihr kommt von den Hafen, oder? Ihr habt Glück, Das ist Frostheim. Die gesamte Stadt wurde von einem Haufen merkwürdiger Leute besetzt. Erst kürzlich. Naja, davon wissen wir ja schon. König Sarg ist ein großartiger Mann. Ich bin mir sicher, dass er von Daria zu einem korrekten Pfad leiten wird. Das glaubt ihr irgendwie alle. Ist nur die Frage, ob wirklich alle so vertrauenswürdig sind. Ich meine, Tiberius war ja nicht der Vertrauenswürdigste. Viele Leute sind gestorben, bloß in dieser Stadt. Alles, was wir jetzt tun können, ist für ihre ruhenden Seelen beten. Ein Pelzmantel ist schön und warm. Ich friere ein, wenn ich in dieser Kälte rausgehe, ohne die richtige, ohne, oder mit dünner Kleidung. Okay, wo kriege ich das denn jetzt her? Schneesturm, oh. Sehr netter Name für den Laden. Hier kriege ich aber neue Waffen. Ist gekauft. Da ist der Pelzmantel. Okay, davon kaufe ich mal 5 Stück. Ist zwar teuer, aber man weiß ja nie. Erstmal die Waffe ausrüsten, würde ich sagen. Und dann noch so weiter unten. Naja, immer ein bisschen mehr Schaden. Verkehrt ist es nicht. So. Und dann kriegt jetzt jeder hier seinen Pelzmantel. Ist nur schade, dass ich jetzt erstmal dann. Okay, es gibt aber etwas Verteidigung. Ja, dann würde ich sagen, ist das nicht verkehrt. Na gut, bei ihr gibt es weniger Verteidigung. Okay, ich soll ja auch das hier nehmen. Und nicht den Amethyst. Bei ihnen kann ich sowieso noch ein komplett neues. Ihnen kann ich sogar 2 geben.
damit er richtig schön warm eingepackt ist. Aber nee, ihm könnte ich noch den Talisman geben. So, dann passt es. Wobei, Leon kriegt auch noch einen Pelzmantel. Einfach, damit er auch einen hat. Jetzt hat er zwei Mäntel. Ja, warum nicht? Doppelt hält besser. Dankeschön, bitte seid vorsichtig. Gut, dann haben wir wenigstens auch die Pelzmäntel gefunden. Diese Stadt ist aber echt auch schon recht, naja, nicht ganz so groß, aber gibt schon ein paar Häuser. Der gefrorene Fluss nördlich dieser Stadt ist der kälteste Ort in diesem Land. Selbst die Einheimischen wollen nicht in ihre Nähe gehen. Wenn du dich dort verläufst, wirst du dich zu Tode erfrieren. Naja, dafür sind wahrscheinlich dann die Pelzmantel, das war halt nicht erfrieren. Deswegen kaufen sollte man sie wohl unbedingt. Verkehrt ist es nie. Achso, hier war ich ja schon. Ich hatte irgendwo hier noch jemanden, genau, hier habe ich noch eine Frau gesehen. Achso, ja gut, das kennen wir schon. Das ist die, die für die ruhenden Seelen beten will. Okay, du bist jetzt mit dem Pelzmantel, ist schön und warm. Diese Stadt wurde befreit. Aber es gibt trotzdem keinen Kontakt mit den anderen Ländern. Das ist natürlich blöd irgendwo. Und hier können wir natürlich auch nochmal übernachten und hier können wir unsere Linsen eintauschen. Willkommen! Okay, wie ist denn der Kurs? Wir haben 8710 Linsen, ui. 6 Guides, ja, her damit, ist Geld. Wir sind reich, erstmal wieder. Ja, mit 100.000 Guides, auf jeden Fall. Wir können endlich ernste Geschäfte hier betreiben. 200 Guides pro Nacht, würdet ihr gerne hier übernachten? Ja, entspannt euch und genießt den Aufenthalt. Das machen wir. Und dann können wir auf jeden Fall bald weiter. Dankeschön und kommt bald wieder. So, mehr gibt's in dieser Stadt ja nicht zu sehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Stadt. Aber erstmal durchs frostige Gebiet. Wo uns auch die nächsten Gegner erwarten. Okay, das sind aber Gegner, die wir sogar noch kennen. Die sind auch nicht wirklich viel stärker, also... Jetzt wird's schon lächerlich mit den Gegnern. Weil das sind die Gegner, die wir von Anfang noch kennen. Wie ihr seht, schon alleine anhand der Erfahrungspunkte sieht man das. Warum auch immer, es sind dieselben Gegner. Oh, und hier ist ein Wald. Hey, wartet! Das ist Gar. Ah, ist das das Ende? Das kann nicht sein. Niemals, Gar! Ah, sie haben uns gesehen. Schön. Lasst keine Augenzeuge am Leben. Ich würde sagen, zu spät, weil wir machen euch auf jeden Fall eher nieder. Okay, das ist nicht nett, dass die hier auf Gar gehen. Und was ist denn mit Chelsea? Wenn die nicht rechtzeitig fliehen können, dann ist das nicht nett. Okay, was geht hier vor sich? Ich hoffe, dass die anderen noch wenigstens am Leben sind. Rückzug! Ha! Sie sind immer so schnell auf ihren Füßen, wenn es darum geht, davon zu laufen. Gar, geht's dir gut? Kennst du ihn? Er hat mein Leben gerettet. Er ist bewusstlos. Lass uns ihn zu einer Stadt bringen. Er hat seine... er hat sein Bewusstsein verloren. Oder er hat sein Bewusstsein wiedererlangt, genau. Wo bin ich? Ja, geht's dir gut? Du bist... Ich bin Stan. Du hast mir beim Schneeberg geholfen. Ah, ich erinnere mich jetzt. Ja, erinnerst du dich jetzt? Also, was ist eigentlich passiert mit dir?
Heidelberg wurde angegriffen und ich hab's gerade so geschafft, eine Gefangenschaft zu entfliehen. Was ist mit Leidon? Ist Atamonis Auge in Fandaria? Atamonis Auge? Ist das, was sie dieses Ding nennen? Es ist möglicherweise jetzt im Schloss. Aber das Schloss hat sich in einen gegnerischen Unterschlupf entwickelt. Bist du von einer königlichen Familie? Und bist du auch ein Swordium-Benutzer? Dieser Mann ist ein König? Ja, ich bin von königlichem Blut. Ich weiß, du mochtest mich in der Kabine nicht. Aber ich hoffe, wir können trotzdem irgendwann miteinander auskommen, Dimlos. Warum? Natürlich. Darum wusstest du meinen Namen. Ich konnte Dimlos Stimme hören. Ich wollte dich nicht austricksen. War Ictinus nicht in Fandaria festgehalten? Unglücklicherweise ist Ictinus in die gegnerischen Hände gefallen. Das ist ein Problem. Die haben jetzt ein Swordian. Dann lass uns nach Heidelberg gehen. Letztendlich wissen wir jetzt, wo wir Atamonis Auge finden können. Ja, das könnte vielleicht eine Chance sein. Grundgütiger. Ihr zwei seid hoffnungslose Optimisten. Schön. Ich stimme hinzu und gehe mit euch. Dann erlaubt mir euch auch zu begleiten. Letztendlich bin ich mehr vertraut mit der Geografie von Fandaria als ihr. Aber du bist nicht in guter Verfassung. Macht euch keine Sorgen. Ich war bloß ein bisschen müde. Nun, das Letzte, was ich brauche, ist noch mehr Anhängsel oder noch mehr totes Beihängsel. Meine Hände sind schon damit voll, mit diesen Idioten hier zurechtzukommen. Vertrau mir, ich werde euch nicht im Weg stehen. Na dann, jetzt haben wir gar auch wieder dabei. Wunderbar, und ich glaube, ich hätte mir eine Hotelübernachtung sparen können. Na super, egal. Lasst mich euch die zwei Wege erklären, die wir benutzen können, um nach Heidelberg zu kommen. Die erste Route ist westlich, durch den Till soweit. Und dann durch die Stadt von Cyril. Aber Leidons Army blockiert diese Route. Also ist es schwer, da durchzukommen. Eine weitere Route ist, um Heidelberg zu betreten, ist der Berg hinter der Stadt. Um diese Route zu benutzen, müssen wir durch den gefrorenen Fluss gehen. Von der nördlichen Höhle dieser Stadt. Diese Route wird uns zurück zur Hinterseite von Heidelberg bringen. Diese Route ist schwer, aber es ist eine gute Chance, dass wir keine Aufmerksamkeit erlangen von Leidons Armee. Bist du dir dessen sicher? Der gefrorene Fluss nördlich ist so kalt, dass du einen Pelzmantel brauchst, um die bittere Kälte zu überleben. Des Weiteren, nur die Leute in diesem Land würden darüber nachdenken, den gefrorenen
den gefrorenen Fluss zu überqueren, oder? Das ergibt Sinn. Okay, dann lass uns reingehen. Naja, vielleicht sind Leute auch schlau genug. Aber ich würde sagen, dann kaufe ich da auch noch einmal eine Rüstung. Wobei ich glaube, den momentan mit Level 8 in der Party zu haben, ist nicht die beste Wahl. Ja, ich würde mal sagen, der hängt ein bisschen zurück. Ein bisschen ist gut. Ich will mal gucken, ob ich ihnen vielleicht vernünftige Ausrüstung geben kann, zumindest schon mal. Naja, die beste habe ich jetzt nicht gerade. Aber gut, dann kriegst du erstmal ein bisschen was. Zumindest, dass er jetzt etwas mehr Verteidigung hat. So. Gut, ich werde ihn zwar jetzt noch nicht erst in eine Party nehmen, wir kennen ihn ja schon. Aber wenn er stärker ist und so, wird er vielleicht nochmal erstmal in eine Party kommen. Mit Level 8 ist wirklich schon übel. So, dann müssen wir auf jeden Fall wohin müssen, wir müssen nördlich. Und dann gehen wir da mal hin. Und da ist die Höhle. Und wir werden natürlich vorher noch einmal aufgehalten, warum nicht? Na dann machen wir diese Gegner auch einmal kalt. Ich würde sagen, das war's mit denen. Eigentlich war es unnötig, Ruti, aber gut. Ja gut, Leute, dann werden wir im nächsten Part auf jeden Fall diese nördliche Höhle durchstreifen. Und dann gucken wir, ob wir es im nächsten Part schon schaffen, die Stadt zu erreichen. Deswegen sehr gerne mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's ab durch diese eiskalte Höhle. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.